Hey Leute und herzlich willkommen zu eurem The Play Paintball. Und zwar habe ich viele Kommentare zu meinem Video Squad XML bzw. Squad XML Arma 2 bekommen, weil viele mich gefragt haben, ob es auch bei Arma 3 funktioniert und viele auch Probleme damit hatten und ich das leider nicht beantworten konnte, weil ich selbst keine Arma 3 habe. Ich habe aber Arma 3 und wenn ich hier P drücke zum Beispiel, sehe ich jetzt hier zum Beispiel nichts von dem Ganzen. Aber wenn ich mal M drücke und hier auf Spieler gehe, also bei mir steht alles da. Bei mir steht mein Bild da, bei mir steht alles, was ich eingetragen habe, steht bei mir dort. Ich habe keine Probleme, bei mir ist am Bild kein Rand drumherum. Wenn ich mich auf ein Fahrzeug setze, passt auch alles. Ich glaube, hier oben steht ein Quad, da setze ich mich mal eben rauf. Und da passt auch alles perfekt. Man sieht mein Bild, es ist transparent, es ist kein weißer Rand drumherum. Deswegen wundert mich das eigentlich. So, wenn man da jetzt mal guckt, da an meinem Fuß unten, da an meiner Kniescheibe am Tank vom Quad, da ist mein Logo. Also auch dies funktioniert. Von daher weiß ich leider nicht, was von manchen das Problem ist. Ich weiß nicht genau. Also, wenn man alles so macht, wie ich es im Video gemacht habe, dann sollte es eigentlich gehen. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz, was ich gemacht habe. Und dazu werde ich einfach mal den Server verlassen. Trennen. Abbrechen. Und zwar habe ich mir Arma 3 gekauft und natürlich wollte ich sofort ausprobieren, ob das geht. Und da gehen wir einfach mal auf Formate und das. Ja genau, einfach auf Konfigurieren und dann natürlich auf Profil und wenn man dann hier auf Bearbeiten geht, hat man hier die Spiel-ID, die um einiges, fast dreimal so lang ist wie in Arma 2. Die habe ich mir einfach kopiert, hier habe ich meinen URL-Link reingehauen und ja, das war's eigentlich schon. Jo Leute, und zwar kommt jetzt gleich noch ein Video von mir auf dem Desktop hier im Anhang mit und da zeige ich euch nochmal ganz genau, was ich genau eingestellt habe bei der Squad XML, damit es auch bei mir bei Arma 3 funktioniert hat mit der Player-ID von Arma 3. Ist hier ganz kurz erklärt, kommt gleich hier nach meinem Gequassele. Für die Leute, die dieses Video zum ersten Mal schauen, weil sie halt Squad XML für Arma 3 haben wollen, ich verlinke unten in die Beschreibung das Tutorial von mir für Arma 2 XML. Das könnt ihr genauso machen wie bei mir in dem Video, bloß dass ihr einfach von der Arma 2 Player ID die Arma 3 Player ID nehmt und dann ist es auf schwarz auf weiß genau das gleiche. Es funktioniert genauso wie in Arma 2, Leute. Und das bekommt auch hier hin. Und viel Spaß beim weiteren Video. Haut rein. So, Leute, willkommen auf meinem Desktop. Und zwar habe ich hier meine Squad-URL. Die ich öffne ich einfach mal mit dem Editor hier. Und dann bin ich gleich ganz gleich hier oben drin. Und zwar das bin ich. Das sind alles, was zu mir gehört, zu meinem Namen. Habe das Ganze genommen, kopiert und habe es hier unten nochmal reingemacht. Wie ihr hier sehen könnt. Hier stehe ich jetzt nochmal mit meinem Namen, genauso wie hier oben. Einziger Unterschied, hier unten ist meine Arma 3 URL jetzt drin. Das heißt, ich habe mich in diesem gesamten Ordner von der Squad URL von meinem BAM Clan, bin ich einmal hier oben als Arma 2 Narkose mit meiner Arma 2 Player ID und hier unten ganz normal mit meiner Arma 3 Player ID. Und ich habe alles so, wie ich es auch im Video vom Arma 2 Tutorial für Squad XML gemacht. Und bei mir funktioniert alles. Bei mir ist das Bild transparent, weil ich es mit TextView bearbeitet habe. Bildgröße 256x256. Und es funktioniert alles einwandfrei. Ich habe dieses einfach gespeichert, habe es im Beep World, also im Webspace, nochmal neu hochgeladen, alles komplett. Und es war schick, es hat funktioniert. Ihr habt es ja selber jetzt im Video schon mal gesehen gehabt. Und es ging. Das hat funktioniert. Von daher weiß ich leider nicht, was manche von euch für Probleme haben. Vielleicht konnte ich euch damit ein bisschen helfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Und ich würde mich echt freuen, wenn ich euch dabei mithelfen konnte, weil bei mir ging es halt jetzt einfach und deswegen kann ich es halt nicht verstehen. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht bekommt ihr es hin, wenn ich es so mache wie ich. Einfach mit dem zweiten Mal einfach unten reinmachen und da einfach die Arma 3 URL reinknallen. Also die Player-ID von Arma 3 und dann sollte es eigentlich gehen. Ich hoffe es klappt, aber ich werde es schon hinbekommen, ich denke mal schon. Also ich bedanke mich, Leute, fürs Zuschauen und viel Glück beim
Squad XML erstellen, bearbeiten etc. Haut rein.